Hallo und herzlich willkommen hier auf Smash.eu. Mein Name ist Smash und wir spielen jetzt eine kleine Runde Agar.io. Ich habe nur ganz kurz einmal gerade reingeguckt. Bei dem Ganzen handelt es sich um ein Browser-Game. Agar.io gleichzeitig, glaube ich, auch die Domain. Und das Ganze können wir Multiplayer spielen, beziehungsweise es ist ein Multiplayer-Spiel. Momentan spielen wir, wenn ich mich recht entsinne, in Europa mit, lasst mich nicht lügen, 43.000 anderen. Wir sehen hier im Hintergrund schon die Kreise, das sind die Spieler. Wir nennen uns jetzt mal hier Smash.eu. Damit auch jeder Bescheid weiß, wer wir sind. Und dann drücke ich mal auf Start. Wir sehen hier Move your mouse to control your cell. Also mit der Maus bewegen wir unsere Zelle. Und mit Space splitten wir. Und mit W ejecten wir einen gewissen Teil an Masse. Das habe ich beides noch nicht gemacht. Also wir sind hier dieser kleine pinke Ball. Pinke Kreis, diese Zelle. Und wir können jetzt hier am Anfang erstmal diese Nichtspieler essen. Das da ist ein Spieler, den habe ich direkt mal mit aufgefressen. Und das ganze Kleine hier ist quasi so Zwischenfraß. Wir müssen gucken, dass wir wegkommen. Und das haben wir direkt verloren. Ich starte mal direkt neu. Also wenn wir gefressen werden, ist das Spiel vorbei. Und es geht halt darum, möglichst groß zu werden. Ich denke mal, wenn man so eine gewisse Größe erreicht hat, hier so zum Beispiel wie der Thailand da oben, dann kann man sich gemächlich auf keine Ecke setzen, weil einen eh nichts mehr schocken kann. Aber das passiert bei uns natürlich nicht. Also ich habe schon öfter gesehen gerade, ich habe jetzt gerade zwei so kleine Runden gespielt. Es gibt hier noch so, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, hier bei den Grünen, gibt es so die Möglichkeit halt sich so aufzusplitten und so ein Stück nach vorne zu schießen und damit halt andere quasi aufzufressen. Dann gibt es hier diese etwas größeren grünen Dinger. Wenn man die isst, dann splittet man sich automatisch in ganz viele kleine auf. Habe ich bis jetzt immer als Nachteil empfunden, deswegen lasse ich das jetzt gleich auch erstmal ganz kurz. Also bis zu dieser Größe hier kommt man eigentlich mal recht schnell. Die kleinen sind natürlich auch ein bisschen schneller als ein irgendwo, als man selber. Irgendwo müssen die auch eine Chance haben. Das Problem ist halt, wenn man an den Rand der Map kommt. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil da kriegen einen die Großen immer recht schnell, habe ich das Gefühl. Ich traue mich ehrlich gesagt hier nicht W mal zu drücken. Oh, der macht das. Ah ne, der bringt nichts. Aber man muss ja eigentlich fast doppelt so groß sein wie der, den man verfolgt, damit sich es lohnt zu splitten, um den zu essen. Weil sonst ist man, sind die zwei kleinen Dinger ja kleiner. Hier könnte ich das mal probieren. Ne, kriege ich nicht hin. Was passiert, wenn ich... okay. Jetzt habe ich quasi zweimal mich. Kann ich mich auch selber irgendwie wieder einsammeln? Oh, ich sehe schon, wie wir verfolgt werden. Da. Nein. Ich würde mich gerne selber hier irgendwie... Na komm, zusammen. Der wird uns gleich... Der will uns. Ich sehe schon, der will uns. Okay, der verfolgt jetzt die anderen. Wir müssen mal irgendwie gucken. Wow. Da ist auf jeden Fall so ein ultra großer. Na komm, wenn wir uns jetzt kriegen, dann haben wir eine halbwegs wieder Chance, oder? Dass das da oben immer mit dem Vollbildmodus aufploppt. Das seht ihr, glaube ich, nicht, weil das ein Pop-up ist. Komm, so langsam. Ja, perfekt. Also, wenn man kleiner ist, ist man schneller. Und ich glaube, da drin besteht auch die Chance. Wenn der Große da was abschießt, dann war es das mit uns. Mal gucken. Gut. Gerade nochmal so ausgewichen. Boah, hier sind leider auch ein paar nicht allzu schöne Namen unterwegs. Liegt daran, Namensprüfung gibt es absolut gar nicht anscheinend. Man kann anscheinend auch genauso heißen wie jemand anders. Beziehungsweise ich habe es noch nicht ausprobiert, was dann passiert. Da haben wir wieder diesen Ultraslan. Von denen sollten wir uns vielleicht ein bisschen fernhalten. Ich probiere hier erstmal jetzt ein bisschen das kleine Zeugs zu essen. Mich fernzuhalten von denen, die sich aufsplitten können und uns dadurch töten können. Alles gut zu wissen, also mit W splitten wir nur so ein Teil ab. Oh, den könnten wir uns doch holen, oder? Wenn ich jetzt hier... So, jetzt müsste ich doch wieder zusammenkommen können, oder? Dadurch, dass der eine schneller von mir ist als der andere, weil der kleiner ist, müsste ich doch mit der Zeit mich selber einholen können, oder? Problem ist, dieser Sonic, der könnte mich essen. Komm schon. Groß muss ich denn sein? Da, wenn ich den krieg,
Dann bin ich noch langsamer. Jetzt nimm ihn schon auf. Ach, gibt's doch nicht. Wenn ich den jetzt noch vielleicht kriegen könnte. Da haben wir ihn. Jetzt können wir auch wieder den Belgium hier mitnehmen, wenn wir es schaffen. Na komm. Das ist das Ende der Map, da kriege ich dich. Schön. Ihr seht, alles andere wirkt plötzlich ein bisschen kleiner. Wir werden größer. Ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Erinnert mich so ein bisschen an Spore. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war so ein Spiel. In dem ist man quasi auch als Zelle gestartet und musste sich evolutionieren. Heißt, das hatte mehrere, ich nenne es Spielprinzipe. Und zwar, Moment, kriegen wir den noch bevor? Ne, Thailand, weg von Thailand. Wenn wir uns aufsplitten, ich erzähle sofort weiter, wenn wir uns aufsplitten, scheinen wir auch da doppelt in der Liste aufzutauchen, ne? Weil der Thailand, der steht da gerade zweimal. Nun gut, ich sollte nach oben, glaube ich, ausweichen. Shit. Naja, auf jeden Fall mehrere Spielprinzipe. Heißt, wow, so viel wie, man startet quasi in so einer Top-Down-Sicht wie hier, eigentlich fast genauso wie hier. Und schwimmt durch die Gegend und frisst Zeug. Und dann wird man immer größer. Und man kann sich zum Beispiel Beine hinzuschaffen und Arme und Stacheln. Je nachdem, wie man sich halt entwickelt, wird man zu einem anderen Lebewesen. Irgendwann kann man dann an Land. Und an Land hat man halt die Chance, dann quasi in so einer Art, 3D-Welt. Ich finde, es wirkt dann so ein bisschen RPG, vielleicht auch Ego-Shooter-mäßig. Bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ist ein bisschen her, weiterzuspielen. Dann entwickelt man sich irgendwann weiter und bildet Stämme. Und dann geht das Ganze so langsam in so einen Strategiespiel über, so lange, bis man dann wirklich den Mars bereist und wirklich so riesen Städte aufbaut, Planeten aufbaut und so. Hat sich leider nicht ganz durchgesetzt, meiner Meinung nach, weil die ersten Phasen ein bisschen kurz waren. Also quasi das, was wir hier tun und das Ganze entwickeln und so, und zu schnell zu so einem Standardspiel, also zu so einem Strategiespiel in dem Fall wurde. Und Strategiespiele haben wir ja nun inzwischen doch einige. Und da ist es schwierig mitzuhalten einfach. Und ich denke, deswegen ist dieses Spiel auch nicht ganz so weit gekommen. Also ist zumindest einer der Gründe. Aber die Idee war ziemlich cool. Und diese Idee wird hier auch irgendwie wieder so ein bisschen aufgegriffen. Nur, dass wir hier gegen andere Spieler spielen, konnte man bei Spore, glaube ich, was das Strategiemäßige angeht, auch. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber hier spielen wir eigentlich ja nur das. Gibt auch noch ein anderes Spiel, was so ähnlich ist, und zwar ist das so ein Fischspiel. Weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht auch noch von früher. Da ist man so ein Fisch in Wasser, ja, wo auch sonst, und man muss quasi andere Fische essen. Dabei bewegt sich der Bildschirm nicht, also anders wie hier, scrollt der nicht mit, sondern bleibt. Und dadurch ist es halt so. Wow, mal eben, kriegen wir den ollen Typen da? Ne, kriegen wir nicht. Sind wir zu langsam für. Müssen uns eigentlich so ein bisschen mehr auf die kleineren stürzen. Und die mal irgendwie so einsaugen, wie das hier manche machen. Na, den haben wir zumindest mal gekriegt. Also ich meine durch Leertaste halt. Bei dem schaffe ich das leider nicht, dafür ist der schon zu groß. Nun gut, auf jeden Fall, da geht's halt quasi genauso vor, man ist ein Fisch, man kann eigentlich nur hoch und runter, links und rechts, und man muss immer größer werden für jeden Fisch, den man isst, und irgendwann ist man halt einfach so groß, dass man halt alles, was reinkommt, frisst. Und so wird das hier, denke ich, auch sein. Also wenn man hier lange genug spielt und groß genug wird und das schafft, nicht selbst aufgefressen zu werden, dann wird es wohl so sein, dass man irgendwann so groß ist, dass du mehr oder weniger hier diesen Bildschirm ja eigentlich einnehmen musst und dadurch eigentlich die anderen Spieler keine Chance mehr haben, die irgendwas anzutun, und du ja eigentlich fast stehen bleiben kannst. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so möglich ist, weil, wenn ich mir das so vorstelle, wäre ja ziemlich scheiße, wenn jetzt hier irgendjemand wäre, der den ganzen Bildschirm bedeckt, und vor allem, was macht der dann? Vielleicht, macht eigentlich auch keinen Sinn. Also ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man
dann mit anderen Großen wieder zusammenkommt. Also quasi, dass das Ganze so ein bisschen mitskaliert, die Leute. Aber das scheint ja hier auch nicht so zu sein. Also ich weiß es nicht. Müsste man sich vielleicht mal angucken. Ich habe mir auch keine Videos dazu angesehen oder sowas. Ich habe das mehr oder weniger heute von meinem Chef empfohlen gekriegt. Und deswegen probiere ich das Ganze gerade mal aus. Vor allem, weil ich das Ganze sehr interessant fand. Und ich dachte mir, wenn ich das doch auch ausprobiere, dann kann ich es euch auch gleich mitzeigen. Aber wir spielen jetzt mal eine Runde, solange bis ich hier gefressen werde oder es mir einfach zu lange dauert. Also wenn wir jetzt hier zum, weiß ich nicht, größten Vieh überhaupt werden, dann macht das, denke ich, keinen Sinn, irgendwie hier 5 Stunden lang aufzunehmen. Wenn der Thailand sich teilt, dann war es das. Ah, ich flieh mal lieber. Weil das macht er anscheinend ganz gerne. Sich teilen, meine ich. Da kommt Steam. Ich frage mich, wie man diese quasi selbstgestalteten Zellen schaffen kann. Werde ich mir auf jeden Fall für die nächste Mal mal angucken und dann auch zeigen, wie es geht. Falls wir noch eine Runde spielen, ich weiß es nicht. Mal sehen, wie es ankommt. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Der eine hat gar keinen Namen. Okay, vor dem sollten wir uns in Acht nehmen, vor dem großen 2CHHK. Weil, knappe Kiste. Und da oben ist der Thailand wieder. Gimper. Ich nehme jetzt mal nicht dieses grüne Ding da auf, auch wenn ich es euch vielleicht irgendwann später mal zeigen wollen würde. Aber ich denke, es lohnt sich gerade nicht. Wir müssen uns eigentlich gleich mal splitten. Ich muss mal irgendeinen finden, der klein genug ist, dass man sich splitten kann, dass es sich lohnt. So, cool ist auch, wenn man die irgendwie so eingegrenzt kriegt. Also jemand von der anderen Seite noch kommt, da wieder Thailand, und der quasi in deine Richtung fliehen muss. Na? Such's dir aus, von wem du am liebsten gefressen werden willst. Na? Du willst den? Ich will dich. Wieso auch immer die sich gegenseitig abschießen. Das ist ja eigentlich fast schon Fieden des anderen, so mehr oder weniger, ne? Wow. Der will mich auf jeden Fall, aber er kriegt mich nicht. Da ist wieder so ein Ultra-Dicker, das ist wieder der Ultra. Passt ja vom Namen her, nicht? So. Dich krieg ich. Na komm, oder auch nicht. Hi. Hi zurück. Können wir irgendwie was? Ne, können wir nicht. So, guck mal, den könnten, oder den hier könnten wir jetzt eigentlich durch dieses hier kriegen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. So, dich kann ich mitnehmen. Das funktioniert leider nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da in so eine Ecke reingeht, aber ich glaube, in so einer Ecke wird man auch recht schnell gekriegt, ne? Weil natürlich die Leute es vielleicht so ein bisschen darauf absehen. Guck mal, dass ich hier von diesen Typen wegkomme. Einigermaßen zumindest. Weil der drängt mich gerade ganz schön in die Ecke. Ja. Shit. Ich muss irgendwo anders hin. Oh, da hat er Angst vor dem anderen Großen anscheinend. Und nochmal so gerade weggekommen fast. Oder nicht fast, sondern wir sind gerade so weggekommen. Und wir fressen uns hier fast wieder selber auf. Na, wenn ich den kriegen könnte. Na komm, 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 komm. Ein von euch klein, dann wird der Große wieder. Und. Roar! Der wäre fast in uns rein. Freiwillig mehr oder weniger. So. Euch kriege ich jetzt aber. Ja, schöne Kiste. Aber ich muss hier aus der Ecke raus. Sonst kommt der Jack-Fan. Und mit dem legen wir uns lieber nicht an. Oh, 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 oh. Guck mal, der ist in der Ecke. Der hat keine Chance. Den nehmen wir mit. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir wegkommen. Ich teile mich mal. In der Hoffnung, dass zumindest einer überlebt. Und so überleben wir vielleicht beide. Weil wir dadurch ein bisschen schneller werden. Also ich denke mal, das ist tatsächlich so einer der Tricks. Da habe ich drüber gar nicht drüber nachgedacht, bis gerade, dass wir dadurch, dass wir schneller werden, wenn wir uns teilen, dann vielleicht auch die Chance haben, so ein bisschen zu fliehen. So, jetzt drängen wir den ein zwischen unseren beiden schönen runden Kugeln.
Jetzt in die Richtung ist das natürlich doof, weil der kleinere ein bisschen schneller ist. Obwohl, irgendwie kommen wir trotzdem näher aneinander. Und da ist einer, der für Feminismus wirbt. Okay. Schau. So. Anscheinend, wenn wir so ein bisschen rütteln, habe ich das Gefühl, sind wir schneller zusammen. Den nehme ich nochmal mit. Na ja, komm, schön. Haben wir doch schon eine beachtende Größe. Wie auch immer, wir sind auf jeden Fall Platz 8 hier auf dem Server. Ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Wohin? Thailand kommt, weg hier. Thailand scheint aber immer nur nach links und rechts zu gehen. Oh, ich glaube, hier ist der Spielrand. Keine Chance, außer vielleicht hier irgendwie so noch wegzukommen. Ne. Oh. Und das war's. Naja, okay. Ihr habt einen Einblick gekriegt. Wir sind immerhin Platz 8 gewesen, kurze Zeit. Ich würde sagen, das war euer Smash von Smash.eu. Und vielleicht kommt ja noch eine weitere Runde. Vielleicht zeige ich euch, wie man so Custom-Zellen erstellt, wenn ich es selbst herausfinde. Und ich würde sagen, bis dann und habt noch viel Spaß hier auf meinem Kanal.